Otto, Rechtsausschuss. Aber du kannst doch nicht der Einzige sein, dem das mal passiert. Aber mal ehrlich, gibt es dann auch andere, die auch das Problem haben oder es besser lösen? Schauen wir doch mal. Vielleicht gibt es da ja jemanden. Ja, okay, da steht jetzt jemand neben mir, der auch so viele unterschiedliche Sachen macht. Also, neben mir steht Esther Dilcher. Partei? Von der SPD. Deswegen habe ich heute auch extra mal wieder mein Abzeichen angelegt. Okay, aber über die schwarzen Sachen reden wir dann noch. Esther, du bist, wie ich, Haushälterin, du bist aber genau. Auch... Ich bin auch im Rechtsausschuss. Da sehen wir uns auch. Ich bin auch, diese Legislatur habe ich mir ein bisschen viel zugemutet, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, du arbeitest gerne. Ja, ich sage nicht gerne nein, habe ich das Gefühl. Wahlrechtskommission, das heißt Verkleinerung des Bundestags. Damit sind wir schönes Thema. Ja, schönes Thema. Wahlprüfung, habe ich auch gesagt, mache ich. Und dann kamen diese vielen Einsprüche gegen die Berlin-Wahl oder gegen die Bundestagswahl aus Berlin. Dann bin ich im Rechnungsprüfungsausschuss und im Geschäftsordnungsausschuss, weil wir ja die Geschäftsordnung des Bundestags in dieser Legislatur bearbeiten. Also es ist... Diese Legislatur, ich gebe zu, richtig viel. Außerhalb des, dieser ganzen Sachen, machst du noch Kommunalpolitik? Nein, also das habe ich aufgegeben, weil das kann man nicht Vollzeit machen. Also wenn, dann bin ich Herzblutpolitiker und dann möchte ich auch eine Sache ganz machen, hundertprozentig, und das funktioniert nicht. Und um das vielleicht noch mal zu belegen, ich habe auch so ein bisschen Zwiespalt, weil ich ja wie du auch noch Rechtsanwältin bin und Notarin. Notarin auch noch. Ja, stimmt, bei euch war der Napoleon nicht, deswegen kannst du beides sein. Ich kann beides sein. Wir haben in Hessen Anwaltsnotariat, genau. Und da mein Mann 2020 verstorben ist, habe ich diese Kanzlei jetzt auch geerbt und habe ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten und möchte das gerne weitermachen. Jetzt bist du damit eigentlich eine atypische Sozialdemokratin, hätte jetzt der vorurteilsbehaftete Liberale gesagt. Macht dir das Schwierigkeiten oder sagst du, das bin ich so und so? Du bist ja nun in der wievielten Legislatur bist du jetzt? In der zweiten bin ich. So, das heißt, du bist wiedergewählt worden, obwohl alle in der Zeitung gesehen haben, dass du auch noch dieses und jenes machst. Das ist auch so eine spannende Wandlung, die ich da erlebt habe. Denn bis 2017 war ich ja natürlich kommunalpolitisch tätig. Ich war in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen sehr aktiv. Und habe da auch immer vertreten, dass Abgeordnete im Deutschen Bundestag eben 100% Abgeordnete sein sollten und keine Nebentätigkeiten ausführen sollten. Dann bin ich eingezogen und habe gedacht, Mist, jetzt gehörst du genau zu denen, von denen du vorher gefordert hast, dass die ihre Arbeit aufgeben sollten. Und da hatte ich eine spannende Begegnung mit Dr. Walter Lübcke, mit unserem Regierungspräsidenten in Hessen. Und der mir mal gesagt hat, wissen Sie, Frau Dilcher, das müssen Sie eigentlich ganz anders sehen. Diese unternehmerische Tätigkeit macht Sie unabhängig von Ihrem Mandat. Weil ein Mandat ist ja nur eine Wahl auf Zeit für diese 4 Jahre. Manum dare, und Sie haben ein Studium abgeschlossen, Sie haben ein Unternehmen gegründet, Sie haben eine Fachanwaltschaft erworben, Sie haben eine Notariatsausbildung, Sie müssen sich regelmäßig fortbilden. Das kostet alles. Und wenn man das jetzt aufgeben würde und würde kein Mandat mehr erringen, dann müssten Sie das ja alles wieder von vorne beginnen. Ne? Und sagt er, und außerdem werden Sie erleben, dass in Ihrer Fraktion Ihnen so schnell keiner irgendwie was sagen kann, weil Sie sind da völlig unabhängig. Wenn Sie nicht mehr wiedergewählt werden, dann gehen Sie in Ihr Unternehmen wieder zurück, arbeiten da wieder mit voller Arbeitskraft und das kann Ihnen ziemlich egal sein. Da habe ich gesagt, ja, so kann man es eigentlich auch sehen. Und Dr. Walter Lübcke war ja nur von der CDU, aber ich habe gedacht, jo, recht hat er. Wenn du Anwältin, Notarin bist, bist du ja letztlich eine selbstständige mittelständische Unternehmerin. Ja. Faktisch ist ein kleines Abgeordnetenbüro mit seinen Mitarbeitern auch ein mittelständisches Unternehmen. Wobei ich immer meine, eigentlich macht man es hier den Abgeordneten zu leicht mit den ganzen Fragen Rentenabgabe, Kontrolle durch die Krankenkasse. Da haben wir es hier ja noch leicht. Ja, muss genau. Und ob das gut ist, sage ich immer, eigentlich wäre es mir lieb. Die Abgeordneten würden sich auch drum kümmern. Dann würden sie auch ein bisschen sehen, wie wir im Normalleben. Und ich muss es nicht einnehmen. Ja, stimmt. So, aber hat dir das geholfen, dass du das bist, von Hause aus eine Unternehmerin, dass du, wenn du jetzt hier einerseits dein Büro hast und andererseits aber auch im Haushaltsausschuss? Hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, wenn man mit Mitarbeitern zusammenarbeiten muss. Man ist darauf angewiesen, dass das Büro funktioniert. Ich muss immer gucken, wie ich mit den Mitarbeitern spreche. Ich habe zum Beispiel auch eine Mediationsausbildung gemacht, eine große. Das hilft in der eigenen Fraktion wie im Ausschuss? Ja,
das hilft. Man muss sich nur manchmal drauf besinnen. Manchmal vergisst man es und denkt, Mensch, jetzt. Das hättest du mit einer anderen Gesprächstechnik eigentlich auch ganz anders lösen können, aber das hilft schon. Und du hast, also ich behaupte mal, du hast dann schon Führungserfahrung. Du weißt auch schon, was du brauchst, wie so ein Büro aussehen muss. Klappt auch nicht immer. Klappt ja zu Hause auch nicht immer. Da gibt es auch mal Probleme. Nein, aber wir sind ja Menschen und machen Fehler. Theoretisch weißt du zumindest, wie es funktioniert und was wichtig ist. Das hilft. Frage zum Schluss, weil die für mich bei dem, was wir meinen... Jetzt habe ich dich gar nichts gefragt. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das machen wir dann ein andermal. Aber man merkt ja, dass dir das Spaß macht. Ja. So. Das motiviert auch. Dann ist die Frage, oh, jetzt sind aber 35 Stunden um, jetzt muss er mal... So. Aber wenn du so in dich hineinhorchst, wann hast du den besten Flow? Wann macht es am meisten Spaß? Ist das, wenn du in deinem Büro alleine die Vorlagen liest? Glaube ich nicht. Ist das eine Plenarrede? Was ist es, wo du am meisten, ich sag mal, seelisch positiv mitnimmst? Also ich bin nicht so der Typ, der sich in der Fraktion um irgendwelche Reden reißt. Mhm. Also wenn das dann angeboten wird, dann lasse ich gerne anderen den Vorzug. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der gerne redet. Und ich fand das total genial. Ich habe von Barack Obama das Buch gelesen und habe so gedacht, boah, das bin ich. Weil der auch davon berichtet hat, was er gut kann und was er nicht gut kann. Und mein Ding ist so dieses, hier, was wir jetzt gerade machen. Dieses persönliche Gespräch, Menschen mitnehmen, Menschen auch zuhören. Kleinere Gruppen, wo man aber noch die Kommunikation hin und zurück hat. Genau, deswegen, also so diese Berichterstattergespräche, wo ich was bewegen kann, wo ich hören kann, wie kann ich an meiner Arbeit was verändern, wie wird das wahrgenommen. Also das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich bin jetzt nicht derjenige oder diejenige, die jetzt da unbedingt im Deutschen Bundestag reden muss, um das dann auf YouTube zu stellen oder um das auf die Homepage zu stellen und sagen, ja, ich habe aber jetzt so viele Reden im Bundestag. Aber wie sagt man so schön, wir müssen nicht in der Zeitung am Ende stehen, sondern im Bundesgesetzblatt. Ja. Esther, ich danke dir ganz herzlich. Otto, vielen Dank, das hat total Spaß gemacht mit dir hier. Dann Esther nochmal mit dieser Frage reden. Aber so ein bisschen Shakespeare in Reden zitieren? Ich bin eher für die zeitgenössischen Literaten und dann bevorzuge ich doch Barack Obama.